Theater Ekte hat Esel und Pferd wieder gesattelt und verlässt mit einem bewährten Schauspielensemble den Stall. Beladen sind sie mit unterschiedlichsten Sichtweisen auf eines der außergewöhnlichsten Paare der Weltliteratur, Don Quixote und Sancho Panza. Zeitgemäße Kommentare und Kontrapunkte werden durch die Interpretationen von behinderten Menschen gesetzt, die auf der Bühne Hand in Hand mit Profis agieren. Wir machen Theateraufführungen. Und es wirken unterschiedlichste Menschen dabei mit. Seit 10 Jahren gibt es in Salzburg das integrative Theater Ekze. Professionelle Schauspieler, Menschen mit Behinderung, Psychiatrieerfahrene und andere Randgruppen stehen gemeinsam auf der Bühne. Aktuelles Stück im Programm ist Don Quixote. Ein verrückter und ein etwas dümmlicher Mensch ziehen gemeinsam aus, um Abenteuer zu erleben. Für die Schauspieler werden Stück und Alltag gleichermaßen zum Abenteuer. Hauptdarsteller Robert Neuschmidt über die lohnende Herausforderung integrativer Theaterarbeit. Ich sitze da draußen oder stehe draußen und warte auf meinen Auftritt. Normalerweise konzentriert man sich da als Schauspieler und bleibt in der Konzentration. Und auf einmal, die müssen mich halten und mir zeigen, dass sie mich mögen und mich lieben und gern haben und kennen da nichts. Auftritte, die gehen raus und sind Pups, 100% in der Situation und in der Stimmung. Schalten wir einen Drehschalter, Kippschalter um. Und das war zum einen eben für mich erstaunlich, wie solche Leute sich verhalten, dass das Persönliche, die Sympathie, die Liebe, das mitzuteilen, dass das wesentlich wichtiger ist als es. Als das Theater, als der Zweck, als die Konzentration. Aber andererseits, wie die Konzentration dann gefragt war, bluff, war sie da. Auch für die beteiligten Profikünstler ein schwieriger Prozess, neben sich die großen Qualitäten der anderen, der Laien, zu akzeptieren und darauf zu reagieren. Wo man sich als Schauspieler wirklich eine fette Scheibe abschneiden kann und wirklich, dass ich mir wünschen würde, dass manche arrogante Kollegen mal hier reinkommen würden und das anschauen würden. Wie die das machen bei den Proben. Also von wegen, da gibt es nichts von wegen, du störst mich oder sitzt mein Haar oder der hat mich angeschrien und so weiter. Ne? Die kommen in eine Szene rein und spüren gleich die Situation und spielen. Schön ist natürlich immer jetzt jemanden wie ein Alex, den Quixote 2 spielt, beim Improvisieren zuzuhören, wie der jeden Tag wieder was anderes bringt und manchmal hat er gute Tage, da bringt er es komplett auf den Punkt und dann hat er wieder weniger gute Tage, da schweift er ein bisschen ab in dem, was er sagen will, aber allein das, die Spontanität, was er daherbringt und immer wieder Neues und teilweise im Tagespolitisches oder so, das ist beeindruckend. Diese Wehrlosigkeit und diese Windmühlen der Korruption, des Krieges, des Terrors und des Drogenhandels, des Mordes. Das kann man nicht alles auf einmal bekämpfen. Was sich Bush nur dabei dacht. Da muss man wieder üben. Und dann habe ich mir gedacht, ja, das. Und zuerst am Anfang hat es noch nicht so geklappt, dass halt den Text schon weißt oder dass du den Text da, was du in dir drinnen hast, dass du den merkst, ja. Ist nicht, aber ich habe ihn gemerkt. Was? Jawohl! Geht aus meiner Haut! Es ist unheimlich viel Arbeit, es ist unheimlich viel Anstrengung, aber es ist unheimlich viel Spaß. Time to move on. 'Cause it's time to